karma in your way. Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Ich sehe mich jetzt nicht, aber ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Hallo meine Lieben. Aus angegebenen Anlass möchte ich heute mal ein Video machen. Und zwar habe ich ja wieder so tolle Kommentare gekriegt. Die könnt ihr nicht lesen, weil ich einen Filter drin habe. Und die kommen dann nicht durch, die kann ich nur lesen. Den Tag hatte ich wieder so einen tollen Kommentar und ich muss jetzt echt mal Tacheles reden. Wirklich Tacheles. Leute, wenn ich euch nicht gefalle, bitte tut mir den Gefallen und klickt aus, klickt weiter, guckt euch andere Videos an. Ich meine, wenn ich euch nicht gefalle, warum guckt ihr mich? Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Denn wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich weiter und guck mir das ja nicht an. Ja? Und da lasse ich auch keinen Daumen runter, weil es ist ja Ansichtssache. Wenn mir was nicht gefällt, kann das aber den anderen gefallen. Aber ob ihr mir einen Daumen nach unten gebt oder nach, das ist mir sowieso so. Jetzt frage ich euch, was ist das hier? Könnt ihr mir sagen, was das ist? Ein Spiegel, oder? Ein Spiegel. Und jeder weiß, wozu ein Spiegel da ist. Wenn man in den Spiegel reinguckt, dann sieht man sich. Leute, ich habe auch einen Spiegel zu Hause. Ja, so wie jeder andere auch einen Spiegel. Ich habe sogar mehrere Spiegel. Und ich kann auch reingucken. Und ich weiß, wie ich aussehe. Ich weiß, dass ich Falten habe. Ich weiß, dass ich ein Doppelkinn habe. Ich weiß, dass ich zu dick bin. Das müsst ihr mir nicht sagen. Das weiß ich. Ja? Also, was soll das? Jetzt nochmal. Ich bin 57 Jahre. Dass ich keine Haut wie eine 20-Jährige habe, das ist mir klar. Aber auch 57-Jährige haben eine Daseinsberechtigung und haben auch eine Daseinsberechtigung, Schminkvideos zu machen. Ne? Und wenn euch 20-Jährigen das nicht gefällt, dann müsst ihr ja nicht gucken. Ihr müsst uns nicht gucken. Geht zu euresgleichen 20-Jährigen, 17-Jährigen, die sich schminken. Vielleicht lernt ihr da was. Und wenn wir euch nicht gefallen in unserem Alter, dann guckt uns nicht. Ja, und ich hoffe nur, dass ihr alle, die jungen Mädels, die mir ab und zu einen Kommentar schreiben, ja, und Falten und Nussknacker und Doppelkinn, ich hoffe, dass ihr nie alt werdet und nie dick werdet, ja. Und dazu muss ich noch sagen, lauft ihr erstmal in meinen Schuhen und geht den Weg, den ich gegangen bin, ja, dann könnt ihr über mich urteilen. Oder noch nicht mal, dann könnt ihr über mich urteilen. Macht das erstmal durch, was ich durchgemacht habe. Und deswegen ist mir das egal, wie ich aussehe. Ob ich nun Doppelkinn habe, bis hier oder bis da unten hängt. Ja? Ob ich so fett bin oder so, das ist mir alles scheißegal, weil ich lebe. Verstehst du? Ich lebe. Ja? Also. Und wie gesagt, ich habe ein Spiegel. Und wisst ihr was? Ihr all diese blöden Kommentare hinterlasst. Ja, hier, kauft euch einen Spiegel und schaut mal selber in den Spiegel. Ja, und schaut euch mal an und dann guckt mal, was ihr seht. Ja, schämen solltet ihr euch. Echt schämen, ja. Lasst uns doch so sein, wie wir wollen. Lasst uns so sein, wie wir wollen. Ja, wer gibt euch das Recht zu urteilen, wie wir sein müssen? Ja, also echt mal. So, das war's von mir. Ich muss das jetzt einfach loswerden, weil dieser Kommentar den Tag, der war wieder unter aller Sau und heute seht ihr mich mal aus der anderen Perspektive. Ihr seht mal meine neue Schminkecke. Ich habe sie mich erweitert, weil ich habe ja so viel geschenkt bekommen und da brauchte ich ein bisschen Platz. Ich habe da neue Regale rangemacht, die unteren sind neu. Dann haben wir den Tisch haben wir hier verlängert. Da hinten hat er irgendwie noch Bretter rangemacht und ja. Genau, könnt ihr mich mal von dieser Perspektive sehen, sonst seht ihr mich ja immer. Ne? Also, nehmt euch das mal zu Herz und überlegt. Ich meine, ich bin wirklich über Kommentare bin ich dankbar. Konstruktive Kommentare, gar kein Problem. Aber schaltet bitte euer Hirn ein, bevor ihr kommentiert. Und macht euch doch mal Gedanken. Macht euch doch mal Gedanken, wenn 20-Jährige kommentieren bei einer 57-Jährigen. Ich meine, hallo, dass ich kein faltenfreies Gesicht habe, ist doch wohl ganz logisch.
Ja? Wenn ihr mich faltenfrei sehen wollt und ohne das hier sehen wollt, dann gebt mir Geld, dann lasse ich mich operieren. Nee, aber auch dann würde ich es nicht machen, weil ich stehe dazu, wie ich aussehe. Verstehst du? Ich stehe dazu, weil ich habe schon 57 Jahre hinter mich gebracht. Ja, ich habe gelebt. Ne? Aber kommt ihr erstmal in meinem Alter, denn vielleicht erinnert euch schon mal daran zurück, was ihr mir für einen blöden Kommentar hinterlassen habt und denkt dann vielleicht mal ein bisschen nach und zeigt dann ein bisschen Reue. So, in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Alles klar. Und all diejenigen, und ich freue mich über jeden neuen Abonnent, hiermit begrüße ich auch alle neuen Abonnenten und ich freue mich wahnsinnig, wie mein Kanal wächst und ja, ich danke euch, die mich immer unterstützen und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss.